Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 2.5, wo ich mit einem hoffnungslos überfüllten Inventar hier ganz viele Dinge herstellen möchte. Im Prinzip möchte ich die Ackeranlage heute in Betrieb nehmen, wobei in Betrieb dem vielleicht ein bisschen sehr optimistisch ist. Ich würde sie gern erstmal installieren, sagen wir mal so. Och, und jedes Mal mache ich das falsch. So, dazu brauche ich Ton und warum und wieso, weshalb, das... Ja, erkläre ich jetzt in den nächsten 20 Minuten. Vermute ich mal. Denn ich brauche natürlich auch Leitungen, um das alles anzuschließen. Und da habe ich mir hier ja neue Leitungen ausgesucht aus dem Ender-IO-Mod, weil da das ganze Thema mit dieser Transfernot wegfällt. Hoffentlich rächt sich das nicht. Ja, und dazu brauche ich die Legierungsschmelze, denn Eisenblöcke wären nicht schlecht. Barren. Denn dazu muss ich ein paar Legierungen herstellen. Es wird wahrscheinlich nicht reichen für ja, eine Vollverkabelung, aber so vom Prinzip her sollten wir es hinkriegen. Dazu brauche ich wieder energetisiertes Metall und noch ein anderes komisches Metall und irgend so eine andere Pampe. Das war präzise, oder? Ja. Und ich bräuchte auch ein bisschen Sand. Ich glaube, den mache ich mal selbst, denn ich möchte hier den Strom nicht so raushauen, denn ihr wisst ja auch, hier hängt nur so eine popelige Solarzelle dran, die mit Mühe und Not das tut, was sie hier tun soll, aber auch nur mit Mühe und Not. So, da brauche ich jetzt Kies da und Ton hier für ein Bindegemisch. Ach ja, ein Ofen. Ach ja, da steht er. Man erkennt ihn immer nicht, diesen Grozio. Ach, nehmen wir mal Holz und gucken, was da rauskommt. Ist auch nur ein Azio-Ofen, oh Verzeihung. So, weil mir nichts Besseres einfällt, packe ich das schon mal in die Kiste rein. So. Die ersten zwei Legierungen sollten auch da sein, nämlich pulsierendes Eisen. Und dann packen wir gleich mal die nächsten hinterher. Zum Glück, nein, das ist nicht die Werkbank hier. Zum Glück brauche ich von denen nur die kleinen Nupsis. Und dann kann ich sogar schon die ersten Leitungen herstellen. Mit Leitungsbinder. So, das gibt 8 Stück. Na, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ach ja, da kommen die Leitungsbinder auch direkt aus dem Ofen raus. Das gefällt mir. Wenn es doch nur immer so einfach wäre. Spielen wir das Ganze nochmal. So. Und so. Dann haben wir schon mal 16 von diesen Item-Leitungen. Und die sind relativ billig herzustellen, weil man halt Enderperlen durch die automatische Monsterfarm wirklich ja, in Unmengen hat. Sonst stelle ich mir das ein bisschen spannend vor. Vielleicht auch ein bisschen sehr extrem. Ach ja. Oh, gut, nur ein Redstone habe ich. Das wird ein bisschen eng. Erkläre ich gleich. Ja, nur die Energiekabel, die sind ein wenig teurer. Werdet ihr gleich sehen. Da brauche ich nämlich... Passt das jetzt? Jetzt passt. Da brauche ich nämlich 3 von diesen hier leitenden Eisen, die ich gerade hergestellt habe. Und die sind natürlich dann schon... Ja, ein bisschen aufwendiger zu produzieren, weil einfach diese Legierungsschmelze so unsagbar langsam ist. Bist du fertig? Nein. Na gut, hauen wir die auch noch raus. Deswegen denke ich jetzt, dass ich es noch nicht hinkriegen werde, es wirklich so komplett zu verkabeln, wie ich mir das vorstelle. Aber wenigstens das Prinzip sollte dabei rauskommen. Und wir können ja auch testweise schon mal irgendwas anschließen, irgendeine Kiste oder so. Ob das denn überhaupt funktioniert, was ich davor habe, das weiß ich nämlich noch nicht so genau. So, jetzt habe ich auch 3 von dem leitenden Eisen. Das ist schön. Dann können wir das nämlich hier hinlegen. Und dann auch diese Leitungsverbinder drumherum setzen. Und dann haben wir die Energieleitung. Das ist jetzt nur die schwache Variante. Da passen 640 Redstone Flux per Tick rein. Keine Ahnung, ob das ausreichend ist. Die gäbe es dann auch noch in Stärke mit 5120 oder als Hochspannungsleitung mit 20480. Da brauche ich dann andere Legierungen für.
Aber es sind zum Glück immer nur Legierungen, dynamische und was? Leiten? Na, das hatten wir doch eben. Hier, dynamische und energetisierte, was ist das? Das wäre zum Beispiel Gold- und Glowstone-Staub und Redstone. Und was wäre das Ultra-Ding? Wahrscheinlich auch wieder Ender, irgendwas, genau. Ach nee, hier, das wäre dann also, gut, da brauche ich die also vorherige Stufe und noch eine Enderperle dazu, was jetzt aber auch nicht so schlimm wäre. Ja, also es macht schon mal einen guten Eindruck, was den Preis betrifft. Der Preis ist heiß. Ob es dann aber auch funktioniert, das ist natürlich immer die andere Frage. So, jetzt habe ich mal 16 von beiden Leitungsvarianten und packe den Rest da jetzt mal in die Kiste rein, denn wenn ich noch mehr brauche, kann ich das auch später machen. Denn so spannend ist es jetzt nicht, diesem Legierungsschmelzer dazu zu gucken. So, habe ich alles? Schnell überlegen, nicht, dass ich wieder hin und her rennen muss, aber ich renne sowieso hin und her, ich kenne mich doch. Ja, und wenn alles gut geht, habe ich sogar auch ein Rezept gefunden, welches ich dem kulinarischen Generator antun kann. Muss ich aber mal schauen. Oh, was ist denn das? Ah, Wolfsbane. Macht die was? Nein. Irgendwas aus Witchery habe ich gefunden, denn ich habe ja ungefähr 15 Minuten lang Knochenmehl auf die Erde gehauen, in der Hoffnung, dass das Zeug rauskommt, was ich so dringend brauche. Um nämlich dieses besagte Rezept herstellen zu können. So ist das halt manchmal. Jetzt nehme ich hier noch ein bisschen Wasser mit für die Sprinkleranlage. Die ja immer noch manuell funktioniert, aber naja. Mal abwarten. Wo ist denn der Creeper? Ach, die sind jetzt. Ja, gut, in meiner komischen Eisenfarm da. Da können sie ruhig rumspringen. Da gehe ich eh nicht hin, denn ich ernte das Zeug im Prinzip gar nicht. Ist mir viel zu umständlich und es kommt auch nur sehr wenig raus bei diesem komischen Eisenbären. Ah ja, wenn ich nicht bald mal meinen Kaffee trinke, wird er kalt. Das ist auch doof. Ja, ich fülle mal hier Wasser nach und fülle gleichzeitig bei mir Kaffee nach. So passt das dann doch. Aua, andere Hand. So, kannst du die Eimer gerne wieder stapeln, mein Freund? Ist denn hier mein Probeessen schon fertig? Jawohl. Hoffentlich klappt es auch mit dem Einsammeln. Das wäre schon mal ein Champignon. Das ist Spinat. Weizen. Und der Hauptdarsteller in diesem Spiel ist die Sojabohne. Hoffe ich jedenfalls. So, gehen wir mal in die Küche. So geht ihr bestimmt auch zu Hause immer in die Küche. Und gucken mal nach. Und nein, wir können es nicht herstellen. Warum nicht? Warum? Könnte. Ich pack das mal in den Kühlschrank. Woran liegt das? Es wäre das Tollste, das höchste der Gefühle wäre immer noch das Schweinefleisch. Habe ich mich vielleicht im Rezept verguckt? Müssen wir wieder die Saftpresse in die Hand nehmen, damit sich was ändert? Nö, das hilft auch nichts. Okay. Kurz überlegen. Ist Zucker, okay. Ne, ich brauchte nur Salz. Moment, das muss ich mal schnell gucken. Ich brauche dafür nämlich Teig. Gibt es da irgendwas, was mir noch fehlt? Nö, Wasser, Salz kann ich machen, Mehl kann ich machen, Rührschüssel. Rührschüssel haben wir da oben. Ach ja, und ich wollte ja auch mal gucken, ob er dieses Ding da akzeptiert, wenn es über dem anderen hängt. Also hier dürfte sich jetzt auch nichts geändert haben. Ja, irgendwas ist faul. Nur was? Warum kann er das nicht weiterbauen?
Ja, wer Life in the Woods mitgekriegt hat, der weiß wahrscheinlich, worauf ich hier abziele, nämlich auf das Filet Wellington. Spinat, Pilz, Teig und Rindfleisch. Spinat, Pilz. Teig kann er doch machen. Und rohes Rindfleisch. Herr Ofen, wir müssten mal ein ernstes Wort reden. Oder muss ich mir hier erst Salz herstellen? Mach mal 5 Salz. Hat sich was geändert? Nö. Muss ich vielleicht den Teig noch manuell herstellen? Ach, am Teig. Ich kann nur einen Teig machen. Okay, ich habe nicht genug. Ah, Teig. Click again to craft. So. Und da ist es doch, Rindfleisch Wellington. Jawoll. Ja, und das ist deswegen so gut, weil ich nämlich theoretisch das Fleisch auch ersetzen kann durch Tofu, den ich aus Soja gewinne. Und dann kann ich tatsächlich hier durchstarten. Das ist gut. So, jetzt haben wir schon mal die Kiste hier weg. Das war ja alles nur getestet. Den ganzen Schmodder da unten drunter auch. So, wie setzen wir jetzt unsere Fahrmaschine da dran? Ich setze die Kiste nochmal hier hin, nur damit ich was habe, wo ich die jetzt gegensetzen kann. Achso, ich kann doch die. So, jetzt kommt ja der Moment der Wahrheit erst, dem ich jetzt ein bisschen Angst habe. So, auf jeden Fall kann dann der Solargenerator umgesetzt werden. Aber jetzt gucken wir erstmal nach dem Beef Wellington. Schmeißen es mal in den Trichter. Und jetzt schauen wir uns mal hier den Generator an. Er produziert jetzt über 2 Minuten lang mit 60,5 Einheiten. Und das Genialste ist, man kann das Beef Wellington hier im kulinarischen Generator sogar stapeln, was ja sonst im Inventar nicht geht. Aber das ist natürlich schon ein großer Gewinn. So, aber irgendeinen Generator sollte ich jetzt mal abbauen und mitnehmen, denn ich habe ja nicht so viele Leitungen gemacht. Und zwar den Ofengenerator, der läuft ja sowieso gerade nicht. Und dann ziehen wir jetzt mal um. Oh, wie spannend. So, hier ist jetzt also unsere Ackerbaustation und das sind noch diese Rohre, die jetzt mal weg können. Erstmal. Und dann probieren wir erstmal, ob das funktioniert. Ich bin da ja noch ein bisschen skeptisch. Das wäre nämlich fast zu einfach. Und ja, ich habe hier Halbstufen liegen und deswegen wird das Ganze jetzt ein bisschen schwierig. Ich sehe schon Nizi frohlocken. Sie mag nämlich keine Halbstufen. So, und zwar, diese Leitungen haben jetzt den Vorteil, ich kann die jetzt beide in dieses eine Feld reinlegen. Das klingt jetzt ganz merkwürdig und so Minecraft-untypisch, geht aber wirklich. Nur ich werde hüpfen müssen. Okay. Das ist jetzt die Energieleitung. Die ziehe ich jetzt mal hier runter und mal nach hier, weil bis ganz da hinten wird sie nicht reichen. Und dann kann ich noch die Itemleitung ebenfalls hier runterziehen. Und die setzen wir auf die andere Seite. Jetzt machen wir hier die Kiste dran und das verbindet sich auch alles wunderbar. Das ist schon mal schön. Und unseren Ofengenerator, den setze ich jetzt mal hier dran. So. Noch das verbindet sich. 1A. Das sieht ja schon mal gut aus. So, jetzt habe ich mich selbst hier schachmatt gesetzt. Wie gesagt, Nizifro lockt wahrscheinlich. Denn ich muss gerade noch was gucken. Ah, stimmt, da oben, da oben, da oben, da oben. Da fehlt doch was. So, jetzt stimmt's. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier da oben erkennt man gerade so ganz knapp diesen Pfeil, der zeigt nach unten. Das ist ja richtig, denn da sollen ja Waren nach unten geliefert werden. Allerdings, dieser Pfeil zeigt von der Kiste weg und das ist blöd. Kann man aber hier, also wenn man genau zielt, sieht man hier eine Hitbox an diesem Teil, was an der Kiste sitzt.
Und wenn ich da rechts draufklicke, kann ich hier den Modus wechseln und sogar noch hier Leitungsgeschwindigkeiten und Filter und so einsetzen. Also ich glaube, diese Leitungen sind echt cool. Und Signalfarben. Das Round Robin ist, glaube ich, automatische Verteilung nach Zufallsprinzip. Wir wollen aber hier nicht extrahieren, sondern insertieren. Ist übrigens ein wunderschönes Wort. Jetzt hat sich auch die Pfeilrichtung geändert. Und jetzt werfe ich mal den Generator an. Und dann gucken wir mal, ob da oben jetzt Strom ankommt. Ja, wobei, damit wird er eh nicht weit kommen. Ich schmeiße jetzt mal die gesamte Kohle da rein. Ist ja egal, ich habe noch genug. Und gehe mal wieder hoch, denn wir sind noch nicht so ganz fertig. Also nicht ganz ist gut. Wir sind noch überhaupt nicht fertig. Aber erstmal gucken, ob die Anlage jetzt überhaupt vom Grundsatz her betriebsbereit ist. Nein, ist sie nicht und das ist auch logisch, denn ich muss noch die Seiten konfigurieren. Sprich hier unten, da soll ja Input und Output gleichzeitig stattfinden. Und zumindest ist sie jetzt an. Das ist schon mal gut. Was nicht gut ist, ist, dass sie hier die Redstone-Flux nicht hochlaufen. Kann ich die auch ausschalten? So, jetzt laufen sie hoch. Das bedeutet gerade, dass sie mehr Verbrauch als reingeht, die Ackeranlage. Das heißt, ich brauche da mehr Strom. Die ist nämlich im Unterhalt sehr, sehr teuer. Also ich glaube 36 Redstone Flux verbraucht die. Redstone Flux ist auch so ein geiler Ausdruck. Ja, und das kann man einer Generator, glaube ich, nicht liefern. Das ist schlecht. Aber der Anfang ist gemacht. Also vom Prinzip her müsste das jetzt funktionieren. Vielleicht können wir sie ja mal ganz kurz anwerfen, dann erntet sie halt einmal irgendwas ab. Und dann können wir auch schauen, ob zumindest der Item-Transport funktioniert und so weiter. Also so ein Proof of Concept, wie ich so gerne sage. Und es wird dunkel. Oh mein Gott. Na gut, dann nehmen wir uns jetzt aber noch die eine Minute Zeit und ich hole noch ein bisschen Kohle und werfe die nach, damit wenigstens so ein bisschen Strom in der ganzen Maschine ist. Denn ich habe hier ja noch von meiner Sieberei, mit der ich übrigens bei weitem noch nicht fertig bin. Ich muss nämlich nochmal genauso viel sieben. Ich bin wieder so sparsam. Ja, aber Kohle habe ich nicht so viel. Ich mag jetzt auch nicht 1000 Bäume fällen, um Holzkohle herzustellen. Das ist immer alles so eine Sache. Also, zurück zum Generator. So, 40 liefert er. Sollte aber eigentlich reichen, um das Ding wenigstens mal kurzzeitig anzuwerfen. Aber ich glaube, ich brauche da auch noch eine Hacke für. So, eine Kacke. Ich brauche eine Hacke. Huch, habe ich das jetzt gesagt? Da gibt es aber zum Glück auch erstmal die aus Stein. Das müsste dann auch vorläufig mal genügen. Wir haben ja ein bisschen Zeitdruck. So, er sagt jetzt, er hätte kein Saatgut. Das ist auch vollkommen richtig. Er hat auch keins. Ich gebe ihm einfach mal ein paar Weizenkörnchen. Das ist jetzt ja alles nur so aus Spaß, ne? Also es ist noch nicht ernst. Und gebe ihm noch die Steinhacke. Man könnte ihm auch noch eine Axt geben oder eine Schere, wenn man zum Beispiel Bäume anpflanzt. Das heißt zum Beispiel, wenn man Bäume anpflanzt, mache ich hier aber nicht. Brauchen wir also auch deswegen nicht. Und so, jetzt könnten wir ihm mal sagen, er möge bitte aktiv sein. Ja, und jetzt habt ihr schon gehört und vielleicht sogar gesehen, er hat gerade mal kräftig abgeerntet, weil das um ihn herum alles reif war. Und zwar in diesem ja, 7x7 Feld, ne, wie ich es gesagt habe. Und in diesem 7x7 Feld, da möchte ich dann unsere vier Zutaten anbauen, die wir für das Wellington-Gedöns brauchen. Ich weiß nur noch nicht, ob er so ganz mit diesen Pam's Harvestcraft Sachen klarkommt. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Ja, also die sind ein bisschen...
Dann schalte ich das Ding aber mal wieder aus. Und oh, die Folge ist mir viel zu lang. Tut mir sehr leid. So, niemals aktiv. Und wir gehen mal schnell runter und gucken, ob das mit der Kiste funktioniert hat. Und ich beeile mich auch, damit die Folge fertig wird. So, ich renne also runter in... Genau, wenn es denn schnell gehen soll, ich treffe das Loch nicht. Okay. So. Ja. Und wenn alles gut gegangen ist, dann haben wir da jetzt irgendwas in der Kiste drin. Nein, es ist nicht in der Kiste drin. Warum nicht? Ach, weil er es noch als Saatgut braucht. Stimmt. Er hat es neu gesetzt. Ja, die Auflösung, ob alles funktioniert, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sag jetzt mal ganz flugs. Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.